Hallo liebe Zuschauer, Teil 3, The Rise of Queensdale. Und wie gewünscht gibt es in diesem Video einige, wenn nicht sogar sehr viele Spoiler, also Hinweise zu diesem Spiel. In Teil 1 habe ich ja einen Aufbau und Ablauf kurz erklärt. Gameplay-Sequenz habt ihr jetzt auch geliefert bekommen, spoilerfrei in Teil 1. In Teil 2 habe ich euch spoilerfrei mein Fazit bereits zu diesem Spiel kundgetan, sodass der dritte Teil, ich hoffe mal etwas kürzer ausfällt, hängt davon ab, wie viel ich sage in dem Fall. Und hier möchte ich natürlich neben diesen Infos auch ein paar Sequenzen einblenden, währenddessen wir es zu zweit gespielt haben. Ich schaue jetzt mal hinten drauf auf meinem schlauen Zettel, ob da irgendwelche Hinweise waren, was die Spoiler-Anzahl dann eingeht. Das Legacy-Spiel in dem Fall, kann man schon sagen, läuft in zwei Richtungen, das kann man schon sagen. Es wird man euch nachher in den Gameplay-Sequenzen sehen, weil das Spiel kann in eine gewisse Richtung laufen, sodass man manche Dinge gar nicht mehr sieht, je nach Spielverlauf, wie gut man gemeinsam agiert. Weil manche Aufgaben sind so gestellt, dass man auch gemeinsam agieren muss, nicht nur einzeln sein Ziel verfolgt, sondern auch gemeinsam das Ziel verfolgt. Und wenn man nicht immer gemeinsam agiert, ich habe echt gemeinsam gespielt mit der Silke hier und manchen Baustellen, sodass das Ganze positive Verläufe nimmt und sich dann auch auswirkt auf das Legacy-Prinzip. Das heißt, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe gedacht, ich sehe alles in dem Spiel. Das heißt, es waren Karten dabei, Plättchen dabei, Aufkleber dabei, die ich noch gar nicht kenne. Was natürlich auch sehr spannend ist und was durchaus eine Motivation entwickelt, das irgendwann neu spielen zu wollen. Und das habe ich an Teil 2 gesagt. So ein Jahr etwa würde ich dem Spiel nochmal Zeit einräumen. Dann würde ich es gerne nochmal von vorne spielen. So, Spieleranzahl. Wir haben es ja zu zweit gespielt und ich durfte hier in Teil 2 nicht allzu viel sagen. Gegen Ende der Partie und gerade die Schlusspartien, die gehen ja gerade mal so 15, 20 Minuten. Das geht ja wirklich schnell. Da hat man schon das Gefühl gehabt, gerade wenn die Straße gebaut ist und es geht dran an die Kathedrale, dass es manchmal vielleicht gut tut, einen dritten, vierten Spieler dabei zu haben. Hat mich jetzt nicht wirklich wesentlich gestört. Allerdings hat man dann teilweise schon das Gefühl gehabt, bah, so einen dritten Spieler an dieser Stelle wäre jetzt ganz nett gewesen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das Spiel jetzt optimal zu dritt ist. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt und es hat mir gut gefallen. Aber an der einen oder anderen Sequenz, gerade beim Straßenbau, merkt man dann schon, bei diesem Mauerbau, Handelsstraßenbau, merkt man dann schon, okay, so ein dritter Spieler wäre gar nicht mal so schlecht. Ansonsten, Downtime, ich habe es gesagt, zu zweit ging es recht flott, das sind jetzt keine Spoiler in dem Fall. Ich habe gesagt, ob ich es nochmal spielen würde, beziehungsweise das Spiel endet ja plötzlich am Schluss, wenn einer die Punkte erreicht hat und dann ist das Spiel ja quasi fertig. Ja, mehr durfte ich in Teil 2 nicht sagen, aber jetzt in Teil 3 kann ich ja natürlich was dazu sagen. Die Gärten, die wir jetzt platziert haben, seht ihr nachher gleich. Also es geht nicht mehr allzu lange, deswegen fasse ich mich kurz. Die Gärten, die werden quasi benutzt für nachfolgende Partien. Es kommt allerdings auch einiges Material heraus. Es gibt noch die Sonderregeln und das muss man beachten. Steht alles auf den Karten drauf, sodass ich schon beim Vorlesen, wo die Silke es vorgelesen hat, dass man nochmal eine Partie spielen wollen können oder weitere Partien, habe ich schon gedacht, boah, nee, also da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Das Spiel ist jetzt für mich abgeschlossen. Es war ein gutes Spiel, aber dass ich jetzt da nochmal mit Gärten rummache, nochmal meiner Mauer baue oder meiner Straße baue, die eh noch nicht fertig geworden ist, da habe ich keine Lust dazu. Warum man das macht, okay, es gibt ja viele Spieler, wie bei Charterstone, wo ich ja auch die Möglichkeit habe, weiterzuspielen. Auch da habe ich keinen Bock gehabt, das irgendwie noch weiterzuspielen. Das war einfach für mich abgeschlossen. Und ich habe es angesprochen von den Partien. Wir hätten eine Strichliste führen sollen. 13 Partien, 14 Partien waren es mit Sicherheit, wo wir gespielt haben. Also das war es auf jeden Fall. Allerdings, bevor ich jetzt noch rumhaspel und mehr noch überlege, schauen wir einfach mal ein paar Sequenzen dann rein. Wie gesagt, nach einigen Partien habe ich immer kurz die Kamera rausgeholt. Also je nachdem müsst ihr mal schauen vom Bild und Ton, dass es passt. Und da liefere ich noch einige Hinweise mit Spoilern, was hier alles passiert ist. So, 4 Partien haben wir jetzt gespielt. Wir spielen zu zweit und es geht recht schnell.
Und jetzt natürlich ein paar Hinweise bzw. ein paar Spoiler. Dazu zeige ich erstmal den süßen kleinen Hund, den Aufkleber, den ich mir vorhin gegönnt habe. Das heißt, da habe ich mir den Hund gegönnt. Und was macht der Hund? Der Hund grast in dem Fall die Kräuter ab. Da spielt es gar keine Rolle, was ich für eine Kräuterhütte habe. Das heißt, ich kann zwei Felder laufen und dann nehme ich mir entsprechend die Kräuter bzw. die Belohnung, wo darunter ist. Man sieht auch hier schon nach den ersten Partien, wir haben uns hier schon Belohnung freigeschaufelt, die wir am Anfang der Partie bekommen. So, und man sieht zudem, ja, die Silke hat auch einen speziellen Würfel gehabt, wo es solche süßen Belohnungen gab. Ich musste dafür einen Rohstoff zahlen. Ich habe nicht Silke überklebt. Hat ihn schon überklebt, genau. Das ist so ein Spiegel, wo abgebildet ist. Das heißt, Silke hat ihn schon überklebt. Das heißt, man bekommt jetzt auch bessere Würfel in dem Fall. Und was ich auch in die Kamera halte, da darf ich jetzt aber nicht schauen, das ist die Wahrsagerin. Und die Wahrsagerin gibt Tipps in einer gewissen Weise, was wohl im späteren Verlauf der Partie passieren kann. Ich drehe das jetzt um. Zirke schaut, ob es spiegelt. Ich glaube, das geht im Moment. Ansonsten drehe ich es ein bisschen rüber. So, ich hoffe, der ein oder andere kann es lesen. Ich kann jetzt gar nichts lesen, aber hoffentlich könnt ihr ein bisschen was erfassen. Das heißt, da wird so eine kleine Geschichte erzählt, was im Verlauf der Partie passieren kann. Die Wahrsagerin ist ein Symbol unter dem Plättchen. Das heißt, man zieht dann quasi eine der Karten. Ich denke, jetzt habt ihr einen Überblick bekommen. Ich gebe sie das Stück wieder zurück. Ja, was ist sonst noch passiert? Wir haben neue Gebäude bekommen in dem Fall. Unsere Baulandschaft hat nicht ausgereicht für die Gebäude. Das heißt, es wird jetzt teurer zu bauen. Das heißt, man muss jetzt hier Rohstoffe abgeben. Man muss die auch drunter abkreuzen. Das heißt, wenn man weitere Gebäude baut. Das heißt, wir haben hier schon einige Lagerstätten gebaut. Man sieht auch hier, ja, in dem Fall geht es hier um die 22 Punkte. Und jetzt auch ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist eine Besonderheit. Genau, das ist Alter. Hier sieht man es nochmal. Eine Besonderheit zu zweit ist, dass man manchmal, je nachdem, wenn hier ein Turm abgebildet ist, zweimal eine Partie spielen muss, um die gewisse Anzahl an Ruhmespunkte zu erreichen. So, Silke hat jetzt mir das gerade das Plättchen gegeben. Das heißt, man muss das Ziel der 16 Punkte hier zweimal erreichen. Das hat den Spielspaß überhaupt nicht gelähmt. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf weitere Partien. Ich glaube, das waren jetzt alle wichtigen Neuerungen. Es hält sich insgesamt in Grenzen, was Neuerungen angeht. Ah, doch, eins haben wir noch. Ich hoffe, das fällt nicht raus. Wir haben eine neue Figur bekommen. Das ist in dem Fall der Bischof. Das heißt, das sieht man hier und man merkt hier die Attraktivität, wenn man auf der Stimmung bzw. um Punkte steigt, wenn man dann natürlich aus dem Säckchen zieht. Das ist eine weitere Figur, die wir jetzt bekommen haben bzw. schon haben. Ja, und für die nächste Runde wird natürlich die Stimmung wieder runter platziert. Es geht jetzt bei dieser Runde um 22 Ruhmespunkte und ich denke, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, wie es weitergeht. Und alles Weitere seht ihr dann im nächsten Ausschnitt, weil die Silke hat jetzt die grünen Karten. Ich zeige es gerade nochmal. Das heißt, die werden jetzt vorgelesen. Das ist eine kleine Story. Aber ich denke, das brauchen wir euch jetzt nicht noch einzeln vorlesen. So, wieder eine Runde weiter. In dem Fall gab es jetzt Verwandte. Ich habe mir hier den hier genommen. Das heißt, man sieht hier einen Bonus, den ich abstreichen kann. Den habe ich übrigens Markus genannt. So, was gibt es denn noch? Genau, es gab natürlich hier einen Knecht, das heißt Orangen, und zwar gleich einige Knechte kommen hier rein. Das sind Bonusfiguren, die ich dann praktisch einsetzen kann auf ein Ressourcenfeld oder ein Aktionsfeld. Ah ja, dann kam vor, die, Wahrsagerin, genau, die Karte zeige ich auch kurz in die Karte, das heißt die Nummer 2. In die Kamera. Vor lauter Spielen. Das heißt, wir haben jetzt hier viel Text. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wenn ich so reinhalt. Silke war ganz überrascht. Ich weiß mal wieder gar nichts. Das heißt, die Silke hat schon die erste Karte. Die zweite Karte hat sie jetzt auch. Überfliegt es ein bisschen. Ich halte es noch ein bisschen in die Kamera. Ansonsten müsst ihr einfach auf Pause drücken. Dann könnt ihr es euch auf jeden Fall auch durchlesen. Ich hoffe, es spiegelt jetzt nicht allzu sehr. Das war auf jeden Fall die Neuerung. Ah ja, dann haben wir solche Ritterplättchen. Und solche Ritterplättchen oder Raubritter sind dafür da,
wenn ein Spieler quasi hinten dran ist, dann kriegt er so ein Bonusplättchen, hängt immer davon ab. Man sieht ja hier, man kann Würfel tauschen, man kommt hier verschiedene Boni, das heißt weitere Plättchen. Und das steht ja unter Anleitung drin, es ist immer noch möglich, dass einer, der weiter hinten liegt, das Spiel quasi noch ja, gewinnen kann, beziehungsweise einholen kann. Was haben wir noch? Oh, neue Gebäude haben wir. Ich nehme gerade mal hier das Tableau und zeige es mal. Das wollte ich eh noch zeigen. Ich habe es vorhin, glaube ich, oder im ersten Teil vom Video habe ich schon gesagt. Wir haben hier gleich die Plättchen hier rausgemacht, weil wir nur zu zweit spielen. Das heißt, es ist ein Kampf um die einzelnen Gebäude. Und was bringen hier diese Sondergebäude hier? Ja, wir haben ein neues Aktionsfeld, in dem Fall mit einem Zahnrad. Danke, Silke. Das heißt, man sieht es hier. Genau, ist ein neuer Aufkleber. Das heißt, habe ich so ein Gebäude gebaut, kann ich dieses neue Aktionsfeld nutzen. Und man sieht hier, ich habe eins gebaut, die Silke hat auch eins gebaut. Und da kann ich drei Holz umtauschen und bringt mir sofort in dem Fall Punkte, wie es hier angegeben ist. Also es sind jetzt doch einige Neuerungen eingeflossen. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das meiste habe ich gesagt in dem Fall. So, das waren die wesentlichen Neuerungen. Und damit gehen wir gleich in die nächste Runde über. Jetzt haben wir wieder weitere Partien gespielt. In dem Fall war jetzt eine Partie jetzt nicht so schön, weil in dem Fall muss man ja zweimal, weil wir zu zweit spielen, das Ganze durchlaufen, damit wir die 29 Punkte, damit ich die jetzt erreichen kann. Es ging aber trotzdem schnell, 30 bis 40 Minuten ging eine Partie. Und was gibt es jetzt mittlerweile an Neuerungen? Wir haben ein neues Material, in dem Fall Rohstoff Marmor. Marmor befindet sich unter solchen Kräuterplättchen und dadurch, es wurden 6 Kräuterplättchen weggenommen, es wurden weitere 6 dazugenommen und da gibt es auch solchen Marmor, den man bekommen kann. Für was kann ich Marmor machen? Dazu muss ich jetzt einfach die Tafel mal ein bisschen rübernehmen. Dann sieht man es, es gibt hier wieder ein neues Aktionsfeld. In dem Fall, jetzt sieht man es, kann man für 2 Marmor, den man abgibt, eine Statue bauen. Das heißt, die beklebt man und abhängig von der Anzahl der Statuen bekommt man Siegpunkte. Ansonsten gab es auf dieser Tafel keine weiteren Neuerungen. Schön war jetzt in dem Fall durch eine gelbe Karte, wo hinzukam, wurden solche X'e platziert und zwar hier oben auf der Stimmungsleiste. Sieht man jetzt nicht, doch schiebe ich es ein bisschen rüber. Das heißt, hier haben wir ja die Leiste, die wurden dann drauf platziert. Und wenn man eine Figur dann zieht, dann kann man sich entscheiden, setzt man sie ein oder gibt man sie weg. Wenn man sie weggibt, darf man sich ein X dann wegnehmen. Dadurch wird das Feld erst aktiviert. Ja, zumindest bekommt man 2 Punkte dafür, also immerhin noch eine Kleinigkeit dazu. Dann gab es neue Gebäude. Dann nehme ich jetzt einfach mal das Tableau hier, dass man das hier sieht. Das heißt, für dieses Tableau, in dem Fall, ja, kann man 2 ziehen. Wenn man sich das Gebäude kauft, einen muss man zurücklegen. Das heißt, es ist wieder eine neue Option, wo man hier im Spiel hat. Was gab es noch? Oh ja, natürlich, ich glaube, die letzten 2 habe ich nicht gezeigt. Ah, die Silke hat schon die 3 und die 4. Das heißt, von der Wahrsagerin, ich halte es jetzt auch in die Kamera. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich kann es zumindest nicht lesen. Ansonsten macht ihr jetzt einfach mit, ja, während ihr das Video schaut, einfach Stopp. Oder beziehungsweise Pause und dann könnt ihr auch den Text lesen. Deswegen gehe ich gleich weiter. Ich will es ja nicht ewig in die Kamera halten. Und ja, die Karte 4 hat es jetzt auch. So spiegelt es nicht. Auch hier an dieser Stelle könnt ihr gegebenenfalls Pause machen, wenn ihr es lesen wollt. Also auch hier tritt was ein im späteren Verlauf. Ich bin mal gespannt. Ich kenne es nämlich noch gar nicht. Habe ich was vergessen? Nee, eigentlich, wir sind kräftig am Bauen. Die Turmteile sind hier vollständig. Ich schiebe es mal ein bisschen auf die Seite. Das heißt, es ist ein Bonus, wo man dann kriegt, je nach Feld auf jeden Fall. Dann, nee, ich glaube, das war es jetzt an Neuerungen, was jetzt da war. Gelbe Karte. Ah doch, hier haben wir noch was gehabt. Solche Brückenelemente durch so einen Kundschafter. Das heißt, es wurden auf die Brücke solche Teile gelegt. Wer über die Brücke dann geht, dann nimmt sich dann dieses Teil und legt es dann auf das einzelne Feld dann drauf und bekommt dann einen Bonus. Also es waren jetzt doch ein paar Neuerungen, aber wie gesagt, ging schnell und so sind wir jetzt in dem Fall 29, es geht jetzt weiter. Das nächste, was wir jetzt brauchen, sind die Epoche 4. 36, genau. Das heißt, in dem Fall brauche ich schon einiges mehr. Man sieht hier, das Bauen bringt schon 6 Siegpunkte.
Also klar, sonst geht es ja ewig, bis man gebaut hat, beziehungsweise die Punkte zusammen hat. Und weitere Neuerungen, die zeigen wir euch einfach im nächsten Abschnitt. Oder sollen wir noch was? Ich glaube, sonst haben wir jetzt nichts. Das zeigen wir euch dann im nächsten Abschnitt. Nächste Partie ist vorbei und es gibt eine kleine Besonderheit, weil wir spielen teilweise kooperativ, weil wir haben jetzt hier eine Karte bekommen, beziehungsweise es gibt noch weitere, die wir gemeinsam erfüllen sollten. So sei es mal dahingestellt. Die haben wir jetzt auch erfüllt gemeinsam. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf der Leiste X wegräumen. Man sieht das auch, das haben wir gemacht. Das heißt, das Plättchen auf Stufe 7 haben wir in dem Fall erreicht. Auch eine schöne Neuerung. Was gibt es noch Neues zu entdecken? Der Handwerker, der hat jetzt die Option, dass zwei weniger oder man bekommt ein Siegel. Das ist eine weitere Option. Am Spielende. Am Spielende, genau. Am Spielende, wenn man Handwerker hat. Das Weitere, was zu tragen kam, das ist die Ratte. Ach, das blendet ein bisschen. Jetzt sieht man es besser. Oder die Pest, aber die Ratte ist abgebildet. Das heißt, man holt sich weiterhin solche Kräuterplättchen, deckt sie allerdings nicht auf, behält sie vor sich. Man hat dann quasi die Option, diese Kräuterplättchen in dieser Abfolge umzutauschen, um sich nicht nur die Siegpunkte zu nehmen, sondern auch hier diese Figur und zu sich zu stellen. Das ist eine weitere Option. Ansonsten, es gibt neue Gebäude. In dem Fall, hier gibt man es gerade mal, die neuen Gebäude. Die weißen Gebäude, wo wir jetzt hier drüben hatten, der gelbe sind ja auch noch dabei, stimmt, genau. Also hier haben wir wieder weitere Gebäude. Da ist jetzt eine Besonderheit, dass man praktisch mit seinem Kundschafter dorthin reisen kann, auf das jeweilige Plättchen und dann nochmal sich weiter bewegen kann. Ja, die Siegpunkte bekommt der jeweilige Spieler dann, wenn man weiter gereist ist, also zu einem anderen Spieler. Ja, dann gibt es weitere Spezialgebäude, wie man es jetzt hier sieht. Da gibt es eigentlich immer wieder jede Runde neu. Schön ist in dem Fall auch die Wahrsagerin. Das heißt, das Plättchen mit der Wahrsagerin kam raus. Das bedeutet, wir haben ja noch gar nicht alle Karten gesehen. Wir wissen also bis Spielende, beziehungsweise auch zum Spielende nicht, was da sonst noch unter der Wahrsagerin lauert, was da sonst noch verborgen ist. Also auch eine schöne, attraktive Idee. Ja, das waren im Prinzip die Neuerungen, die jetzt eingetreten sind und damit geht's weiter. So, nächste Partie. Was gibt's für Neuerungen? Hier haben wir ein neues Aktionsfeld. In dem Fall kommen solche Bücher zum Tragen. Und damit hat man schon fast gerechnet, weil hier sind ja auf Bücher abgebildet. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir durch ein Aktionsfeld diese kaufe, kosten 4, 5 bzw. 6 Rohstoffe, kann ich mir zum Beispiel das hier drauflegen und bekomme dann bei einer Bauwertung nicht die 7, sondern nochmal 2 dazu, also insgesamt 9 Punkte. Zu erwähnen gilt es vielleicht, das habe ich ein bisschen ignoriert bisher bzw. gar nicht gesagt, für was es steht eigentlich das Wappen. Bei manchen Karten steht dann drauf, dass zum Beispiel der Künstler zum Anfang der Runde einen gewissen Vorteil erhält oder so einen kleinen Boni, also das kommt auch zum Einsatz. Ansonsten haben wir in dem Fall schon eine zweite graue Geschichte gehabt. Man sieht hier die Erfolge. Folge werden mit Tauben belegt, das wird dann der Geschichte angegeben. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da passiert. Ansonsten neue Gebäude gab es jetzt nicht. Genau, und das war in dem Fall das Feld mit der grauen Geschichte, also war jetzt ähnlich wie gerade eben auch wieder. Nächste Partie, nächste Neuerung, was gibt es dieses Mal? Man sieht es hier schon, es gibt Stadtmauern. In dem Fall gibt es einen neuen Bogen und man sieht hier, wir können jetzt hier Stadtmauern errichten, das kostet natürlich auch. Dann kleben wir entsprechende Marker hier um unsere Stadtmauer drumherum. Und wenn wir die Stadtmauer von einer Position zur nächsten vervollständigen, man sieht hier, da ist der Anfang von der einen Position, dann bekommen wir einen Bonus. Welchen? Den wissen wir noch nicht. Zumindest steht es auf der Karte, dass wir dann die Karte 45 vorlesen dürfen. Wir sind gespannt und damit geht's in die nächste Partie. Und weiter geht's. In dem Fall haben wir eine Besonderheit und man sieht's hier schon. Wir haben die Kathedrale und damit mussten wir auch einiges an Text einkleben. Das heißt, neue Regeln. Wir bauen jetzt gemeinsam an der Kathedrale, beziehungsweise nicht gemeinsam. Man sieht hier, was für Rohstoffe erforderlich sind. Und naja, solange man die Stufe nicht komplett hier fertig hat, dann werden natürlich hier X-Marker auf die entsprechenden Felder bzw. auf das jeweilige Feld platziert. Zumindest haben wir es so gemacht, dass wir es auf das jeweilige Feld platziert haben und nicht den kompletten Bereich
Bereich zugelegt haben, weil hier ist ja auch nur 4 abgebildet. Ihr könnt es aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es anders gespielt habt. Auf jeden Fall haben wir es so gespielt und es hat super funktioniert. Das war jetzt auch nicht zu extrem. Wie gesagt, wir haben schon Felder durchgestrichen. Das heißt, wir sind weiterhin am Bau. Was war jetzt noch? Die Silke hat ihre Stadtmauern abgeschlossen. Da gab es einen Bonus, beziehungsweise man kann sich verschiedene Boni aussuchen, die man kriegt. Das heißt jetzt an Punkten oder weitere Bauabschnitte. Das heißt, wenn ich auch meine Stadtmauer fertig habe, würde ich einen anderen Bonus kriegen. Das überlege ich mir natürlich jetzt, ob es Sinn macht. Dann haben wir hier auf der Stimmungsleiste, ein bisschen rüberschwenken. Doch, jetzt sieht man es. Da ist jetzt ein Marker gelegt worden. Das heißt, immer wenn man jetzt hier, beziehungsweise da lag ein Marker, den haben wir abgeräumt. Und immer wenn wir jetzt hier auf der Stimmungsleiste drauf sind, bekommen wir ja Siegpunkte entsprechend hier der durchgestrichenen Siegel beziehungsweise Wappen, die wir jetzt haben. Genau, das waren jetzt so die wesentlichen Neuerungen. Ich glaube, das war es soweit und dann geht's weiter. So, jetzt noch eine kleine Anmerkung von mir. Der eine oder andere, dem wird es vielleicht verwirren, vielleicht auch die Autoren, wenn ich die ganze Zeit von Stadtmauer rede, beziehungsweise hier von Straßen. Da hängt es natürlich ab, was für eine Karte man hat. Ich sage gern Mauer dazu. Aber da liest man genau den Text, weil das spielt eine Rolle, je nach Bereich, wo man hat, ah, die Silke, jetzt dürfen wir doch spicken, weil das haben wir nicht. Das heißt, das hatten wir jetzt nicht in dem Fall. Das heißt, wir hatten diesen Bogen. Und das gibt es natürlich auch unterschiedlich, je nach Spielverlauf. Das heißt, ihr könnt mit dem einen oder mit dem anderen spielen. Das hängt davon ab, wie gut bzw. wie schlecht ihr seid. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie in vorherigen Runden in dem Fall Aufträge abgeschlossen wurden. Aber ich denke, als kleine Anmerkung, aber jetzt geht's weiter. Mittlerweile gehen die Partien wirklich schnell. Meint man gerade, wir haben einen Endspurt vor uns. Was gab es diesmal für eine Neuerung? Und jetzt zeige ich gerne mal beides. Wir spielen diese Seite. Wir waren natürlich positiv gestimmt, haben alles erfüllt, was in Queenstain sein sollte. Das heißt, wir spielen mit dieser Seite, mit dem Händler. Das ist eine schwarze Figur, die dann in das Säckchen kommt, beziehungsweise sind, glaube ich, 8-9 Figuren, die ins Säckchen gelegt werden. Und ein Reiter wird hier immer platziert auf so einer Brücke. Das heißt, der Reiter geht entlang des Handelsweges zu der jeweiligen Figur. Klar, die muss erst gezogen werden. Geht allerdings der Reiter dann hin. Deswegen gibt es da hinten, na, ich zeige es mal, ob man es sieht. Mal schauen. Silke hebt es hoch. Ich glaube, man kann es sehen. Hier gibt es ein neues, jetzt sieht man es, ein neues Aktionsfeld. Das heißt, wir können jetzt den Reiter auch bewegen, sogar ein Feld weiter für ein Geld. Das heißt, auch diese Option hat man. Und sobald man bei dieser Figur angekommen ist, und deswegen habe ich das Plättchen, dann bekommt man so einen Bonus. So, und wer bekommt den Bonus? Ja, derjenige natürlich, der den bewegt hat. Und man, ja, bekommt, so wie das angegeben ist, das jeweilige Feld nimmt man sich. Die Figur bzw. das Plättchen kommt aus dem Spiel, wenn man die Handelsstraße nicht vollständig hat. Die Silke hat sie vollständig. Das heißt, das kommt aus dem Spiel. Wenn ich jetzt das machen würde, dann müsste ich das abgegebene Plättchen bzw. die Figur der Silke geben. Ganz wichtig. Und jetzt drehen wir um. Und ich glaube, jetzt muss ich mir das Spiel nochmal holen. Ich glaube, nächstes Mal, wenn wir spielen, dann spielen wir richtig böse. Und halten überhaupt nicht ein, was in Greenstale passiert ist, weil, ja, der Mob hier in dem Fall kommt zur Geltung. Die Regeln haben wir jetzt gar nicht eingeklebt. Auch interessant, auch ganz cool gemacht hier übrigens. Das heißt, das Spiel kann unterschiedlich verlaufen. Ja, jetzt muss ich schauen, es gab so einen großen Aufkleber. Den haben wir dann reingemacht. Übrigens ist schon fast alles voll beklebt. Hier. Wir haben jetzt hier die Händleraufträge, das heißt hier mit R18. Ansonsten kommt ein ganz anderer Sticker rein mit der Rückseite. Das heißt, wir spielen jetzt nach diesen Regeln. Also wenn man das nicht erfüllt hat, dann kommt ein ganz anderer Aufkleber rein. Gesundheit. So, es ist schon spät, wir machen Endspurt, aber die Partien, die laufen jetzt wirklich schnell. Und man sieht jetzt hier, wir sind ja schon im Endspurt, wir haben hier schon fast alles eingeklebt. Wahrscheinlich, oh, da ist schon was Großes, die Gärten. Ich glaube, das kommt jetzt, oder das kommt auch gar nicht. Bin echt gespannt, was kommt. Aber bei uns heißt es jetzt Endspurt langsam. Und ich bin immer noch voll dabei. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Runde, weil man merkt, es geht echt schnell. Der Aufbau ist allerdings schon fast so lang wie das Spiel an sich. Die Spielzeit ist jetzt verkürzt. Wir spielen jetzt gerade mal so 20 Minuten für eine Partie. Also es geht recht flott und das hängt jetzt auch nicht das Spiel. Das heißt, ja,
immer noch mit Freude dabei. Aber alles weitere seht ihr nachher. Ich glaube, sonst habe ich jetzt nichts vergessen. Genau, ein Händleraufkleber. Der kam nochmal hier drauf, sieht man das? Ich schwenke nochmal ein bisschen rüber. Man merkt, jetzt habe ich es. Man braucht übrigens auch etwas mehr Platz für das Ganze. Das heißt, wie am Anfang, wo ich es gesagt habe, zum Aufbau, ihr braucht viel Platz. Jetzt braucht man viel Platz, um das Ganze zu platzieren. Wenn ihr also zu viert seid, solltet ihr euch auf jeden Fall einen großen Tisch nehmen, beziehungsweise dort auf einen großen Tisch spielen. Aber alles Weitere sehen wir jetzt, weil jetzt geht es in eine weitere Partie. So, was gibt es denn jetzt für Neuerungen? Ich habe es ja gerade angekündigt, bin ja gespannt, was kommt. Es sind natürlich Gärten hier, wo ins Spiel einfließen. Das heißt, Gartenblättchen, ich hoffe, man kann es sehen. Das heißt, man gibt hier durch eine Bauaktion die Ressourcen ab und hat dann verschiedene Plättchen, die dann zum Einsatz kommen. Man muss die belegen natürlich mit einer Figur und bekommt dann, je nach Symbol, bekommt man Punkte. Wie soll das Ganze funktionieren? Natürlich hier mit, wo haben wir? Jetzt muss ich gerade überlegen, wo war die Aktion? Hier, genau. Das heißt, jetzt räumen wir das mal ab, dann sieht man das nochmal genau. Das heißt, hier kommt ein weiterer Aufkleber zur Geltung. Das heißt, man gibt 3 Brot ab, nimmt sich dann praktisch so eine Figur und platziert, nimmt sie praktisch, um sie dafür für eine Gartenaktion im späteren Verlauf zu nutzen. Das ist die erste Neuerung. Die zweite Neuerung, jetzt muss ich gerade mal überlegen, war noch mal was am Ende? Nee, ich glaube, das war es eigentlich soweit. Wie gesagt, das Spiel ist fertig. Wir sind jetzt praktisch in der letzten Partie gewesen. Es ging auch recht flott. Also am Anfang geht ja eine Partie 30, 40 Minuten. Jetzt mittlerweile geht es 15 Minuten vielleicht eine Partie. Also es wird immer kürzer. Dann wird die Geschichte noch am Schluss vorgelesen. Natürlich der Sieger vorlesen, Epilog. Und was man machen kann, man kann das Ganze weiterhin noch spielen. Es gibt etliche Ausnahmen und die Ausnahmen, wo wir es jetzt gerade vorgelesen haben, die möchte ich euch aber jetzt nicht einzeln vorlesen. So viele Ausnahmen, was man da nicht darf, man kann Gärtenblättchen legen, macht für mich persönlich gar keinen Sinn. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust dazu. Wir haben jetzt, weiß gar nicht, wie viele Partien wir gespielt haben. 15, 16 Partien, schätze ich mal. 14, 15 Partien. Schwer zu sagen, wir jetzt haben keine Strichliste geführt. Wir haben jetzt auch nicht jedes Mal die Kamera direkt angeschaltet, wenn gleich eine Neuerung war. Aber so in den Dreh rum, auf jeden Fall zu zweit. Ich denke, das waren auf jeden Fall die Neuerungen. Genau, die Kathedrale haben wir auf jeden Fall fertig gebaut. Dadurch konnte man die Plättchen wieder lösen. Das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Es sind ein paar Sachen gar nicht eingeflossen. Das ist, wie gesagt, ja auch das Thema. Zilke hat ja ein paar Blättchen gehabt, die gar nicht eingeflossen sind, beziehungsweise Aufkleber wie die Raben in dem Fall. Oder was mit dem Wildschwein? Ein Wildschwein in dem Fall. Okay, das hatten wir jetzt auch gar nicht. Was haben wir noch? Etliche Plättchen natürlich, wo wir auch gar nicht gehabt haben in dem Fall. Okay, die je nach Verlauf dann zur Geltung kommen. Ah, hier haben wir übrigens hier, genau. Sofern wir jetzt nicht so gut gespielt haben, Ruinen. Ja, das haben wir jetzt alles gar nicht gehabt. Je nach Spielverlauf natürlich, je nach Karte, je nach Person, je nach Figuren, die gezogen werden. Also ihr merkt, wir haben noch bei Weitem nicht alles gesehen. Wir haben einen Teil auf jeden Fall gesehen. Aber das Spiel ist fertig. 70 Punkte sind erreicht. Das musste man auch nur einmal erfüllen. So bei 2 Spielern genau das Gleiche. Aber das waren in dem Fall die Spoiler zum Spiel. Und alles Weitere gibt es jetzt dann im Fazit. Das waren in dem Fall einige Sequenzen. Man merkt wirklich zusammengeschnitten, dass ich euch jedenfalls noch viele Spoiler zeigen kann, weil ich glaube, die hätte ich jetzt auch gar nicht mal zusammengekriegt hier in Teil 3. Aber wie gesagt, wie gefällt mir das Spiel? Fazit, hier sind wir jetzt angelangt. Ich finde es ein gutes Legacy-Spiel, es hat mir Spaß gemacht. Und gerade das, wenn ich dann wirklich morgens aufstehen denke, oh, heute Abend wieder 2, 3 Partien, das wäre ganz cool. Das ist schon mal positiv. Also, und so haben wir es jetzt durchgezogen. In 7, 8 Tagen waren es, glaube ich, in dem Fall. Und das hat echt Spaß gemacht. Man hat natürlich die Regeln noch im Kopf gehabt. Man hat das Spiel noch aufgebaut gehabt, weil wir hier, wie gesagt, einen separaten Raum haben, wo man das alles spielen können. Das ist natürlich perfekt, um sowas zu spielen, weil man braucht natürlich auch sehr viel Platz für den Bereich. Gespielt, wie gesagt, gewisse Anzahl von Partien, 13, 14
Partien waren es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ein gutes Legacy-Spiel. Und genau da war ich stehen geblieben, weil, gut, im Vergleich zu was? Ich kenne ja alle Pandemic-Spieler in dem Fall. Es ist bei mir wirklich die Latte sehr hoch. Gerade 1 war für mich wirklich ein sehr gutes Spiel. Allerdings spielt es sich kooperativ und hier spielt man einzeln. Man hat zwar ein paar Aufgaben, wo man gemeinsam lösen muss. Das macht auch Spaß. Allerdings kann ich es echt schwer vergleichen wie zum Pandemic. Es spielt sich komplett anders. Es ist aber auch ein gutes Spiel. Und es ist besser als ein Charterstone beispielsweise oder Seafall in dem Fall oder ein Risiko Evolution, wobei Risiko Evolution nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Also da ist Queen's Tale hat immer noch die Nase vorne, weil da hat es Spaß gemacht und ich würde es nämlich in einem Jahr gerne nochmal spielen. Also soweit bin ich schon, dass ich sagen würde, ey, das war gut, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht auch mal zu dritt, zu viert würde ich gerne mal ausprobieren. Allerdings wird es natürlich da länger gehen. Ich weiß nicht, von den Partien wird man dann sehen, aber zeitlich wird es natürlich mehr in Anspruch nehmen, weil man natürlich zu viert am Tisch sitzt, mehr überlegt und da geht eine Partie durchaus länger, weil hier haben wir am Schluss für die letzten Partien 20 Minuten gespielt. Also wenn man am Anfang dann anfängt mit den ersten 3-4 Partien, die dann 40 Minuten etwa dann dauern, weil man muss erst mal schauen, was man macht, geht's echt flott, zack, 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 jede Partie. Man ist von der Vorbereitung 10-15 Minuten, bis man alle Aufkleber dann drin hat, wollte ich übrigens noch zeigen, und dann spielt man 15-20 Minuten, also ähnlich vom Aufbau, wie man dann in dem Fall auch spielt. Aufkleber haben wir jetzt soweit ja fast alles drin. Es fehlen ein paar Sachen. Ja, warum eigentlich? Ja, weil das Spiel teilweise in zwei Richtungen geht, je nachdem wie gut man spielt, wie gut man kooperiert, einige Aufgaben löst. Das heißt, es geht in zwei und dann denkt man schon, oh, okay, das war jetzt echt cool, aber wie wäre es denn anders gelaufen? Also wenn ich das nochmal spiele, dann spiele ich keinesfalls kooperativ, dann denke ich nur an mich. Dann können die anderen ihre Ziele erfüllen. Ich mache das, was mir gefällt, weil ich will die Raben sehen. Ich möchte sehen, was da passiert. Ich möchte den Mob sehen, den Wütenden, der hier plötzlich nach Queen's Tale kommt und weiß Gott was anrichtet. Das möchte ich sehen, weil das habe ich alles nicht gesehen. Und das sind, wie gesagt, auch an dieser Stelle wieder Spoiler, weil es sind Blättchen rausgekommen, Aufkleber sind teilweise nicht verwendet worden, sodass man durchaus Lust hat, das Ganze auch nochmal zu spielen. Und das habe ich auch angesprochen. Das ist wieder ein gutes Zeichen für so ein Spiel. Es war, wie gesagt, ein schönes Spielerlebnis. Es hat Spaß gemacht. Allerdings, am Ende, man kann es weiterspielen. Es gibt ein paar Besonderheiten. Man kann mit den Gärten weiterspielen. Manche Sachen kommen allerdings im Spiel gar nicht mehr vor. Die muss man rausstreichen. Och, Leute. Also, sowas macht mir gar keinen Spaß. Es ist für mich abgeschlossen. Legacy, es entwickelt sich weiter. Es hat dann Cut. Warum man das so ein Add-on macht, ich weiß es nicht. Bei Charterstone ist es genauso. Da wollte ich es auch nicht nochmal spielen. Da haben wir fertig gespielt. 15 Partien waren es, glaube ich, da. Da war dann irgendwann fertig und dann ist es auch gut. Dann brauche ich es dann immer rausholen und schauen. Und ich kann da weiterspielen an den Mauern, in den Straßen. Nee, muss ich nicht haben. Es ist für mich abgeschlossen. Man hat so viele Partien gespielt, man hat seinen Spaß gehabt und man spielt es vielleicht immer nochmal. Also von daher war es ja wirklich ein schönes Spielerlebnis. Vielleicht zu den Autoren nochmal Inka Markus Brandt. Ich glaube, die Inka, der muss man Danke sagen, die hat, glaube ich, einen größeren Anteil gehabt als der Markus. Ansonsten muss es der Markus mal hier in die Kommentare reinschreiben. Aber ich glaube, im Interview habe ich gehört, dass die Inka das wirklich durchgezogen hat. Und es ist wirklich gut. Der Spannungsbogen ist erhalten. Okay, die letzten zwei Partien, wenn da wirklich einer führt, dann ist absehbar, dass er wahrscheinlich das Spiel gewinnt. Allerdings, das war das Einzige. Es steht in der Anleitung drin, selbst wenn ein Spieler mal weiter zurückliegt, kann er rankommen. Ja, das war wirklich so. Das lag mal die Silke hinten, dann lag mal ich hinten, dann bin ich wieder rangekommen, da war man wieder punktgleich quasi mit diesen Zielen, die man erreichen müssen, die einzelnen Steps. Das hat wirklich gut funktioniert. Teilweise hat man gedacht, boah, das geben wir Spiele ja immer gleich auf. Am Schluss hat man gemerkt, wer hier einen guten Wind hat, der zieht es bis ins Ziel rein. Und das war wirklich so. Also wirklich tolle Leistung, auch vom Verlag. Ich glaube, André Mack war der Redakteur. Wow, so ein Spiel hier zu produzieren, rauszubringen. Alea Ravensburger, Respekt. Also da steckt wirklich eine Leistung dahinter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden da drauf gegangen sind. Allein mit dem Prototyp, mit kleinen Änderungen, mit Anpassungen, mit dem geschichtlichen Hintergrund. Okay, die Geschichte hielt sich relativ zurück. Allerdings hat man doch ein Gefühl gehabt, man ist hier im
Queensdale. Man baut hier mit an der Kathedrale, an der Burg, an der Stadt in dem Fall, die sich entwickelt. Da war schon so ein Gefühl, dass man sagt, wow, hat Spaß gemacht mit der Stadt oder mit diesem Gebiet fortzubauen. Das war wirklich sehr schön. Spannend fand ich allerdings auch zu sehen, wie sich das einzelne Viertel weiterentwickelt hat. Da musste ich sofort an Charterstone denken, wo das ja auch der Fall ist. Manchmal denke ich wirklich, sind die Ähnlichkeiten nicht abzuweisen, auch wenn das Spiel andere Richtung läuft, aber manchmal merkt man doch, Charterstone hat man ein Gebiet, bei Queensdale hat man ein Gebiet und baut, okay, bei Charterstone kann man noch Einfluss nehmen in andere Bereiche, das läuft hier anders, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da, wobei sich das ganze Spiel anders spielt. So, muss man sich das Spiel holen? Ja, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und was ist mit Charterstone-Fans? Es gibt ja viele, die Charterstone gut finden. Ich fand es nicht so gut. Ich fand es okay, durchschnittlich. Jetzt kein Spiel, was ich jetzt nochmal spielen würde. Das hier würde ich nochmal spielen. Und das ist schon mal ein Punkt, wo sehr wichtig ist, auch von der Latte von Legacy-Spielen, ist bei mir gut, auf einem hohen Niveau. Es ist nicht ganz on top. Es ist auch schwierig zu erreichen, natürlich. Ich bin gespannt. Also, mir persönlich hat es gefallen. Wie hat es denn euch gefallen? Wenn ihr das Video vielleicht an dieser Stelle jetzt schaut und schon gespielt habt, würde es mich einfach mal interessieren. Schreibt es durchaus mal rein, auch kritisch lobende Worte. Was fandet ihr gut an dem Spiel, was nicht so? Vielleicht habe ich auch was vergessen. Schreibt es einfach mal rein. Ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, gebt uns gerne mal ein Abo oder ein Like. Darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten sage ich tschüss an dieser Stelle. Ich wünsche euch weiterhin verspielte Tage. Schaut mal in andere Videos rein. Es gibt weiterhin viel Spannendes zu entdecken. Jetzt sage ich aber tschüss, bis bald.